Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Herzlich willkommen zur vorerst letzten Saatbauakademie zum Thema Neues bei Soja, Kürbis und Co. Die Themen des heutigen Abends drehen sich um die Neuigkeiten bei den bedeutendsten Alternativen im Ackerbau. Innovative Sojabohnenzüchtung und Inokulationstechniken sowie neueste Entwicklungen bei Ölkürbis und Sonnenblumen werden uns von Andreas Auinger, Produktmanager für Getreide und Alternativen bei der Saatbau Linz, präsentiert. Ebenso werden wir Einblicke in Züchtungsfortschritte und neue Sorten Genetik erhalten. Die Moderation des Abends übernimmt Christian Reichinger von der Saatbau Linz. Und der administrative Hinweis an Sie, liebe Zuseher, Sie können während des Live-Events Fragen im Chatfenster stellen. Diese werden dann im Anschluss von unseren Experten beantwortet. Damit wünsche ich Ihnen für den heutigen Abend viel Spaß und natürlich reichlich informatives Wissen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Andreas Auinger. Ich darf Sie heute zum Webinar begrüßen. Es ist eine Saatbau-Akademie-Reihe zum Thema Sojabohne, Kürbis und Sonnenblumen. Zu Beginn möchte ich ein bisschen was Allgemeines zur Produktionstechnik und zum Schluss dann praktisch, wie sich die Sorten geschlagen haben in den vergangenen Jahren und im Anschluss, was in der Kürbiszüchtung Neues tut und an der Front von der Beizung und als Abschluss noch ein paar Folien zur Sonnenblume. Starten wir gleich mit der Sojabohne. Die Sojabohne ist ja eine von den Alternativen, die letzten Jahre eigentlich immer nur gestiegen ist von den Anbauflächen, war sehr attraktiv vom Deckungsbeitrag. Und wenn man sich die heurigen Vorkontrakte anschaut, die es momentan schon verfügbar sind, dann wird die Sojabohne auch im Jahr 2024 attraktiv bleiben. Also wir gehen davon aus, dass die Sojabohne mindestens stabil ist, wenn nicht leicht steigend. In Österreich wird ungefähr 2/3 konventionell und 1/3 biologisch angebaut. Wenn Sie auf der Folie seht, sind knapp 60.000 Hektar konventionell und gute 30.000 Hektar biologische Soja, was an die österreichischen Felder angebaut werden. Wo ist die Sojabohne zu Hause? Eigentlich in fast allen wichtigen Anbauregionen oder die wichtigsten Ackerbauregionen Österreichs. Also beginnend mit dem Westen von Österreichs Innviertel bis Zentralraum, bis in die Westbahn, das ist das typische Dreifach-Nuller-Gebiet. Mittlerweile durch den Klimawandel natürlich, aber auch die Tobi-Nuller angebaut werden in die Kunstlagen. Bis hin nach Niederösterreich, im Norden auf, von Mistelbach, Hornerbecken, sage ich jetzt mal, oben zur Weinviertel, also oben zur Weinviertel, oben zur Richtung Neusiedlersee. Da haben wir einen richtigen Hotspot, sage ich mal, rund um den Neusiedlersee, vor allem was biologische Sojabohne anbelangt. Und oben zu eigentlich das ganze Burgenland, Südoststeiermark und das Kärntner Becken, wo Sojabohne überall kultiviert wird. Also das haben wir aber im typischen Tobi-Nuller-Gebiet zu Hause. In die Kunstlagen werden einfach nur angebaut. Ich möchte ein bisschen was zur Sojazüchtung bringen. Wir haben eine eigene Sojazüchtung im Haus, die letzten Jahre sehr erfolgreich unterwegs ist. Und zwar ist das die Saatzucht Donau. Ist eine Kooperation mit der Probstdorfer, 50% Saatbau, 50% Probstdorfer Saatzucht. Wir züchten von Reife 4/0 bis Reife 2. Also eigentlich alle Reifebereiche, die in Europa, sage ich jetzt mal, verwendet werden. Der Sojazüchter, der Bernhard Meyer, ist sehr erfolgreich unterwegs und hat die letzten Jahre wirklich sehr viele Sorten züchten können, die auch registriert worden sind. Ein paar Fakten, ein paar Zahlen. Wir machen ungefähr jedes Jahr 150 Kreuzungen, verschiedene Elternlinien. Daraus entstehen ungefähr 8000 verschiedene Sorten. Und wenn man sich das 23er Jahr anschaut, da sind 8 neue Sorten registriert worden von der Saatzucht Donau. Das heißt, jede tausendste Sorte wird einmal registriert. Und wenn man sagt, okay, von den 8 Sorten, die neu registriert worden sind, kommen vielleicht 2, 3 richtige Markt an, die was an Marktbedeutung auch irgendwann einmal erlangen. Das heißt, also da ist eine irrsinnige Selektion dahinter. Da werden wirklich nur das Beste von den besten Sorten herausselektiert. Und da wird auf Ertrag geschaut, auf Gesundheit geschaut, auf Inhaltsstoffe geschaut und das ist die Erfolgs,
sage jetzt mal, die Erfolgsstrecke, die ist losgegangen 2014 mit der ersten Züchtung Abelina. Und seitdem sind 58 Sorten registriert worden und mittlerweile auch weitere 60 Sorten in andere Länder. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr viele Sorten auch Übersee liefern, zum Beispiel, wenn man sich 20 Jahre zurück erinnert, sind ja viele Sorten eigentlich von Kanada Richtung Europa gekommen. Mittlerweile ist es so, dass Europa Sorten Richtung Kanada bringt, weil die dort auch perfekt passen im Reifebereich, wo wir züchten. Ja, sage ich mal, die WP23 unterstreicht, sage ich jetzt mal, den Erfolgskurs der Sojazüchtung. Wir haben den ersten bis zum achten Platz in der Dreifach-Nuller Wertprüfung gehabt und den ersten bis vierten Platz in der Tobi-Nuller Wertprüfung. Das heißt, die Dominanz ist gewaltig, wenn man bedenkt, dass da sehr große Player am Markt sind, die da mitmischen und, sage ich jetzt mal, sicher auch mehr Geld zur Verfügung haben, als wie so ein mittelständiges Züchtungsunternehmen wie die Saatbau Linz ist. Ja, auf der nächsten Folie habe ich ein paar Sorten oben aufgelistet von den Reifebereichen. Ihr seht, wenn man einen Haufen Vierfach-Nuller ist ganz ein wichtiger Markt bei uns. Wir vermarkten Sojabohnen mittlerweile auf zu Norden, England, Norddeutschland, Polen auf zu, wo einfach ganz beide Sorten gefragt sind. Und das ist ganz wichtig, sagen wir mal, wirklich Hauptzucht. Ziel, dass wir frühe Sorten am Markt bringen, die was wirklich vermarktungsfähig sind oder auch marktfähig sind. Wenn ich den ersten Sorten nicht da kurz herausnehmen darf, bringt nichts, wenn ich alle Sorten vorbringe. Reifebereich 2 haben wir letztes Jahr im Dezember die Sorte Arietta registriert bekommen. Die wird sicher in Zukunft einmal den frühen Markt aufmischen und eine Sorte wie Abelina ablösen. Ja, und im Tobi-Nuller-Bereich haben wir die Sorte Algeber registriert bekommen. Ist auch eine Zukunftssorte, die was im späteren Bereich, im Tobi-Nuller-Bereich, sage ich mal, in Zukunft tragende Sorte werden wird und wo man sich für hoffen. Leider gibt es für die Sorten noch kein so gut fürs Frühjahr, aber dass ihr es einmal gehört habt, damit im Frühjahr 25 einmal wisst, an was da geht. Und es dauert eine relativ lange Sojazüchtung, bis zu 8 Jahren, bis wir neue Sorten wieder haben. Und die Mühlen, sage ich jetzt mal, malen da langsam. Schauen wir, wie es weitergeht mit der ganzen europäischen Entscheidung, mit CRISPR-Cas und die Sachen. Vielleicht wird es in Zukunft dann schneller gehen mit der Sojazüchtung. Mal schauen. Die nächste Folie, was ich habe, das ist das Sortiment des Abblinds, was aktuell am Markt ist. Ich finde die Folie recht schön, wenn man eigentlich die Tage sieht, die jede Sorte später ist von der Abreife. Das früheste, was wir haben im Vierfach-Nuller-Bereich, ist die Ambella. Wenn man sagt, okay, wo ist dann die Grenze? 7 Tage später vor der Ernte, kann man sagen, beginnen die Dreifach-Nuller-Sorten wie Abelina, eine mittlere Dreifach-Nuller-Sorte wie die Adelphia. Ja, und dann kann man sagen, alle 7 bis 10 Tage später vor der Erntereife ist eine eigene Reifegruppe, bis zum Schluss die Einfach-Nuller, wo wir fast einen Monat später draußen mit den Ernten als über die alten Sorten. Das Potenzial ist natürlich auch so, umso später die Abreife ist, umso höher ist das Ertragspotenzial, ganz ähnlich wie beim Körnermais. Ja, eine Folie habe ich jetzt vorbereitet, die ist von der Universität in Kansas, die gefällt mir recht gut, weil viele Landwirte behaupten, Soja passt nicht ins Trockengebiet. Es ist so, wenn ich mich dann einen Vergleich anstelle, und zwar mit dem Körnermais, der Körnermais hat die optimale Photosyntheseleistung bei 30 Grad Celsius. Aber wenn die Lufttemperatur über 36 Grad Celsius übersteigt, kann es zu Schäden kommen an den Narbenfäden, das vertrickern oder dass die Bohnen vertrickern. Und das ist bei der Sojabohne nicht der Fall. Die Sojabohne hat zwar eine optimale Photosynthese-Temperatur von 28 Grad, also ein bisschen niedriger wie der Mais, aber der Punkt, wo die Sojabohne Schaden nimmt wegen der Temperatur, beginnt erst ab 40 Grad. Das heißt, die Sojabohne hält theoretisch mehr Hitze aus. Wir haben leider in Österreich öfters das Dilemma, dass Hitze alleine nicht vorhanden ist, sondern die Hitze meistens mit einem trockenen Boden auch vorhanden ist. Also die Bodenkapazität sehr nieder ist, sodass auch von unten kein Wasser nachkommen kann. Und das ist, sage ich mal, schon ein Dilemma, weil die Sojabohne Wasser braucht und benötigt. Natürlich braucht die Sojabohne gleich am Anfang ein Wasser zum
zum Aufgehen. Wir brauchen, durch das, dass die Sojabohne so eine mittelgroße Leguminose ist, schon ein paar Liter, damit wir gleichmäßigen Aufgang erzielen können. Das ist die Grundvoraussetzung für einen optimalen Pflanzenschutz, für optimalen Striegeleinsatz. Also wenn wir einen gleichmäßigen Aufgang haben, dann haben wir schon mal die halbe Mitte, sage ich jetzt mal, gewonnen. Ja, dann kommt die Sojabohne mit relativ wenig Wasser aus bis zum Beginn der Blüte. Da ist die Sojabohne ungefähr 20-30 cm hoch. Und dann geht es los eigentlich, dass die Sojabohne Wasser benötigt und Nährstoffe benötigt. Und das Wasser ist da ganz wichtig, weil sobald die Sojabohne in dem Stadion einen Stress erleidet, dann wirft es die Blüten ab und die Ertragsanlagen ab und bildet keine neuen. Das heißt, jeden Tag Stress reduziert den Höchstertrag, was möglich ist bei der Sojabohne. Sie kann zwar ein bisschen was dann am Schluss ausgleichen mit einem höheren 1000-Korn-Gewicht. Das haben wir im 23er Jahr erlebt, wo die Erträge da Ende des Jahres trotzdem in einigen Gebieten sehr gut waren. Aber im Vergleich zu einem Raps zum Beispiel, wenn die einmal einen Stress gehabt hat und Blier und Trieb abgeworfen hat, kann die Soja zum Beispiel keine neuen generativen Triebe mehr bilden, der Raps schon wieder. Und sage ich jetzt einmal, da ist ein bisschen stressanfälliger die Kultur Soja. Ja, kommen wir zu den Nährstoffen. Bei den Nährstoffen ist so, das wird der wichtigste Nährstoff, wie bei den meisten Pflanzen, ist natürlich der Stickstoff. Der Stickstoff wird zu 98% über die Knöllchen gesammelt. Darum ist ganz wichtig, dass man eine perfekte Inokulierung haben, weil im Nachhinein lässt sich relativ schwer was reparieren, wenn der Knöllchenansatz, sage ich jetzt mal, nicht vorhanden ist oder sehr wenig vorhanden ist. Und wenn man bedenkt, so 3,5 Tonnen Soja benötigt 300 Kilo Reinstickstoff, das magst du fast gar nicht mehr aufdüngen, was da benötigt wird. Und dasselbe ist beim Kalium. Kalium ist ein Nährstoff, der vor allem in der Trockenheit von Bedeutung ist, weil es Kalium im Wasserhaushalt reguliert, auch in der Pflanze. Und dadurch lassen sie Trockenperioden ein bisschen besser überstehen, wenn der Kaliumhaushalt oder die Kaliumversorgung von der Pflanze im guten und optimalen Bereich vorhanden ist. Ja, und Phosphor ist ein Nährstoff, der eher weniger Bedeutung hat, sage ich jetzt einmal, wenn man 50, 60 Kilo oder wenn man in der Gehaltsstufe C bei den Bodenuntersuchungen ist, dann reicht es eigentlich für die Sojabohne aus. Ja, und dann kommen wir zum Thema Inokulierung. Inokulierung, sage ich jetzt einmal, da gibt es viele Untersuchungen, ist einfach die Maßnahme, die effizienteste Maßnahme, um Erträge zu steigern in der Sojabohne. Wir von der Saponins bieten euch Originalsaat vor inokuliert an. Das ist die bewährte Fix-Fertig-Inokulierung. Standardmäßig ist es auf jeder Sorte vorhanden. Diese Inokulierung schafft, sage ich jetzt einmal, dass bis zu 300 Kilo Stickstoff aus der Luft sammelt. Es gibt gewisse Momente, Situationen, Böden, vor allem auf so jungfräulichen Böden, wo das nicht ausreicht, ja? Wo man, wenn weder kalt noch ist, wenn der Boden verschlemmt ist, wenn der pH-Wert niedrig ist oder der Molybdängehalt sehr niedrig ist, dann kommt die Soja ohne an die Grenzen oder die Bakterien an die Grenzen. Und da haben Versuche gezeigt, dass einfach eine Nachinokulation eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Versicherung ist, damit der Knöllchenansatz trotzdem passt. Ja. Wir empfehlen das Produkt Durosol, wo wir später nochmal zu sprechen kommen. Knöllchen ist nicht gleich Knöllchen. Die nächste Folie zeigt euch verschiedene Knöllchen. Ansätze, Bakterien. Auf der linken Seite seht ihr es so, wie es nicht sein soll. Das ist eine Wurzel. Auf einem so jungfräulichen Boden ohne Inokulierung, also da ist wirklich nichts vorhanden, so soll es nicht aussehen. Da verliert man ca. 30-40% Ertrag, was normalerweise möglich ist. Die zweite Folie ist eine Wurzel, wo man Soja anbaut auf einem Boden, wo schon mal Soja war, aber die Inokulierung nicht funktioniert hat. Also da hat man relativ wenig und relativ kleine Knöllchen auf der Wurzel. Das dritte Bild, wenn du es anschaut, das ist ein Bild von einer inokulierten Soja auf einem sehr jungfräulichen Boden. Ja. Da sind rund um die Pfahlwurzel im Umkreis von 2-3 cm
vom Samenkorn, also wo Samenkorn gelegen ist, die Knöllchen konzentriert. Aber man sieht, denn die Feinwurzeln oder die Seitenwurzeln sind fast keine Knöllchen drauf. Ich sage jetzt mal schon, reicht aus, dass man einen guten Ertrag hat, aber für Spitzenerträge braucht man die Feinwurzeln auch. Und das hat man meistens erst im zweiten Jahr, wenn man zu einmal auf selbe Fläche kommt, und das ist praktisch, wenn die Inokulation passt, wenn man auf der Pfeilwurzel und auf die Feinwurzeln die Knöllchen drauf hat, dann soll es ein Bühl ausschauen, wie das vierte Bühl ist, dann hat man gewonnen. Wie schafft man denn das oder wie kann man da hinkommen? Wir bieten euch drei verschiedene Inokulate an, zusätzlich zum Fixfertig. Das eine ist das Heistig-Soja. Das Heistig-Soja, das ist ein Produkt, das haben wir schon seit mittlerweile fast 20 Jahren im Programm. Ist sehr einfach anzuwenden, ist auf Dorfbasis, kann man oder muss man sogar sehr kurzfristig von Anbau anwenden, kann man direkt in der Seemaschine, sage ich jetzt mal, auch noch inokulieren und umrühren, aber innerhalb von 24 Stunden hat das natürlich angewendet. Ist in Ordnung, geht leicht in der Handhabung. Dann ist das Turbosol, ist eigentlich jetzt mittlerweile das Hauptprodukt in ganz Österreich, aus dem einen Grund, weil das momentan der neueste Stand der Technik ist, von der Inokulation. Turbosol ist ein Flüssigpräparat aus zwei verschiedenen Komponenten. Zum einen ist das der Sticker, der die Bakterien sehr lang haltbar macht. Der Sticker garantiert, dass man bis zu 21 Tage vor der Aussaat die Knöllchen, also die Sack inokulieren kann, ohne dass man Verluste hat bei den Bakterien. Zusätzlich das Turbosol im Pack drinnen, das sind die Bakterien. Kann man, also sollte man dann praktisch das im Vorfeld zusammenmischen und auftragen auf die Socke. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit Mischmaschinen, mit Sprühen, vor allem Big Big und andere. Also das Schonendste, was da gibt zur Inokulierung, ist ein Chargenbrett. Also das verwenden die großen Sackgutfirmen, so wie es wir sind, verwenden Chargenbretter, wo man einfach sehr schonend, am schonendsten eigentlich das Sojabohnen inokulieren kann, weil das Sojabohnen ja sehr empfindlich ist auf jede mechanische Verletzung. Wenn Hohlriss drinnen sind, leidet schon die Keimfähigkeit drunter. Und am dritten Bild seht ihr das neueste Produkt in unserem Haus. Das ist das Turbosol Booster Granulat. Das ist für Einzelkornsaaten gedacht. Das heißt, der Landwirt, der spart sich das aufwendige Vorinokulieren, sondern wenn man Einzelkorn-Seemaschine hat mit einem Granulatsteuer, dann braucht man das nur einladen und kann man schon starten mit dem Sojaanbau. Also da spart man sich einiges an Arbeit mit diesem Produkt. Ein paar Versuche. Die Kammer Oberösterreich hat von 2018 bis 2020 das Turbosol abgetestet, mit natürlich alle anderen Wettbewerbsprodukten, die es am Markt gibt. Und da ist auch rausgekommen, dass das Turbosol eigentlich mit 110% relativer Ertrag im Schnitt da das beste Produkt ist. Und ja, 10% Ertrag, das ist schon was. Das muss man in der Züchtung, da man sehr hart, sage ich jetzt mal, dass man den Anschlag so viel zusammenbringt. Es gibt dafür Empfehlungen, wo man sagt, man soll es mischen. Turbosol mit Heistig ist aus der Versuchsreihe jetzt nicht, sage ich jetzt mal, besser hervorgekommen, also eher relativ gleichwertig. Und ein bisschen dahinter das Heistig, sage ich jetzt einmal, auch immer noch nach wie vor ein sehr gutes Produkt, aber nicht mehr der neueste Stand der Technik. Ein paar Worte zum Turbosol Granulatbooster. Der Turbosol Granulatbooster ist mittlerweile auch im Biobetriebsmittelkatalog gelistet. Das heißt, alle Inokulate, was wir jetzt im Vertrieb haben, sind auch biotauglich. Also man muss da keine Ausnahmegenehmigung aussuchen, sondern sind biotauglich und sind leicht in der Anwendung. Der Granulatbooster für die Einzelkornsämaschine, ihr seht im Hintergrund zum Beispiel einen Traktor mit einer Einzelkornsämaschine mit so einem Granulatstreueraufbau, ist ganz leicht zu befüllen und umso enger die Reinabstände, umso mehr braucht man. Bei 25 cm Reinabstand braucht man 8 Kilo, bei 70 cm Reinabstand braucht man 2,9 Kilo vom Turbosol Granulat. Standard, sage ich jetzt einmal, sind die 45 cm oder die 50 cm bei der Sojabohne. Da braucht man irgendwas zwischen 4 und 4,4 Kilo am Hektar. Das Turbosol Granulat ist ein bisschen teuriger als wie das normale Turbosol flüssig aufs Hektar gesehen und ist aber dafür, sage ich jetzt mal, viel weniger arbeitsintensiv als wie die andere Inokulation. Am Versuch habe ich da mit Booster Granulat die letzten Jahre mit den anderen Mitteln haben wir hausintern gemacht, mit Heistig, Booster Granulat und Turbosol.
Wenn man es vergleicht, unbehandelt zu einer behandelten Variante, da sind wir gleich mal um 500 Kilo, sage ich jetzt mal, im Ertrag höher. Da sind wir auf Benhestig zum Beispiel auf 4300 Kilo gekommen. Das Brutokanalat ist bei 4400 Kilo gewesen. Das Top-Produkt nach wie vor im Haus ist das flüssige Turbosol, das Turbosol flüssig. Das hat den einen Hintergrund. Turbosol flüssig hat eine höhere Konzentration an Bakterien pro Milliliter Flüssigkeit. Und wir bringen aufs Korn eine höhere Konzentration an Bakterien pro Pflanze, sage ich jetzt mal, drauf. Beim Brutokanalat ist es natürlich so, wenn man 4 Kilo irgendwo in die Seerille dazu bringt, ja, dann hat man weit nicht die Konzentration oder die Konzentration, ich sage mal, oder die Bakterien sind viel verteilter rund um die Seerille oder rund um das Korn, also ich bin durchaus so flüssig. Das erklärt die Mehrerträge. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Boden hat, wo noch nie Sojabohnen waren, jetzt das Bild vielleicht nur im Kopf vor, so ein jungfräulicher Boden, Inokulation hat passt, aber wir haben nicht den Umkreis von 2 bis 3 Zentimeter, die Knöllchen an der Pfahlwurzel. Und bei der Feinwurzel ist nichts drauf. Ja. Mit Boostergranulat schafft man das, dass man die Feinwurzeln auch noch erreicht und natürlich die letzten paar Kilo Ertrag vielleicht dann nur auch erzielen kann. Also im Schnitt sind bei den Versuchen, sage ich jetzt mal, 40, 70, 80 Kilo mehr Ertrag im Turbosol oder Turbosol plus Boostergranulat rauskommen. Also wie gesagt, das ist ein kleiner Vorteil. Der große Vorteil von dem Produkt ist natürlich die einfache Handhabung und man spart sich die einfache oder die aufwendige Inokulation. Ja, das war es zum Thema Inokulierung. Ich möchte euch ein paar Sorten vorstellen aus unserem Haus. Ihr seht da das Hauptsortiment, das wir im 24er euch anbieten können. Die Hauptsorte, die größte Sorte mittlerweile in Österreich, ist die Sorte Adelphia. Hat Ertragspotenzial von einer Doppel-Nuller-Sorten und funktioniert von Oberösterreich bis Burgenland bis Kärnten perfekt. Ja. Eine relativ neue Sorte ist die Sorte Ancagua. Da haben wir letztes Jahr leider ein bisschen wegen Soko gehabt. Die Nachfrage war riesig schon. Die Ancagua ist ein bisschen eine spätere Sorte als die Adelphia. Also da sind wir irgendwo im Reifebereich von der Livius. Wir da später, sage ich jetzt mal, früher oder später die Sorte Livius ablösen. Warum sage ich euch dann später? Und dann sind wir schon im Tobinuller-Bereich, bei der Sorte Altona, im konventionellen-Bereich, funktioniert perfekt, sage ich jetzt mal, im Osten von Österreich, vor allem dort, wo die Ambrosia-Thema ist, weil einfach das Artist da gut zum Einsetzen ist, weil das ja herbizidstresstolerant ist. Ja. Und ja, keine ertragsmäßig brauche ich eh nicht viel sagen, also wer die Kammerergebnisse gesehen hat, weiß, dass da Spitzenerträge möglich sind. Die Sorte Alvesta ist die Hauptsorte im Biobereich, aus dem Grund, weil sie einfach einen sehr guten Eiweißgehalt mit sich bringt, ist eine Mentorkreuzung, ist eine irrsinnig optisch wunderschöne Sorten, vor allem, sage ich jetzt mal, perfekt unter Biobedingungen. Ja, und zum Abschluss die Sorte Christian, darf man sie jetzt nicht beunruhigen lassen, bei den Einfachnuller, sie ist eine sehr frühe Einfachnuller, da reden wir von 2, 3 Erntetage, wo die Christian wegen Spieler ist, als wie die Altona, aber sie bringt große Vorteile, vor allem wenn die Reinweiten auf 70 oder 75 Zentimeter auseinandergängen, weil es einfach irrsinnig stark verzweigt und irrsinnig lang wird und eine gute Bodenbeschattung macht. Und hat auch im Trockengebiet, wir haben es gesehen, da wirklich auf die trockenen Standorte die beste Trockenstresstoleranz zeigt. Ein paar Worte jetzt noch zu den Sorten, was ich noch nicht gesagt habe, zu der Altona. Wie gesagt, ist eine Hochertragssorte. Der Riesenvorteil der Sorte ist einfach, sie funktioniert in den wichtigsten Anbauregionen perfekt, ist halbbegrenzt wachsend, eher länger vom Wuchs, super standfest. Und der große Vorteil ist wirklich die gute Herbizidtoleranz, wo man die Ambrosia-Gebieten mit dem Artist jetzt mal im Vorauflauf super, sagen wir mal, was vorlegen kann. Wenn nur was nachkommt, dann natürlich im Nachauflauf auch nochmal behandeln kann. Das sind die Hauptbereiche, wo wir die Altona empfehlen. Das heißt, östliches Niederösterreich bis auf ins Weinviertel, ganz Burgenland eigentlich und Steiermark. Also dort passt die Altona perfekt hin. Ein paar Versuche vom letzten Jahr aus Bruck an der Leiter. Das ist da auf der Grenze Niederösterreich-Burgenland. Das ist bei einem Kammerversuch von der LK Niederösterreich, bei der Familie Siegel gewesen.
wo die Sorte, wo der Versuchsschnitt bei 3800 Kilo gelegen ist und die Sorte Altona in den Versuch 4200 Kilo erzielt hat, 400 Kilo mehr als wie der Durchschnitt, also 110% Relativertrag, wirklich ein super Ergebnis da gebracht hat. Altona funktioniert auch unter Bio-Bedingungen sehr gut. Dann ein Fibelversuch von Mattersburg aus dem Burgenland, wo die Sorte Altona 4300 Kilo sogar erzielt hat im letzten Jahr und auch mit Abstand, also die ertragstärkste Sorten in diesem Versuch war mit 115% Relativertrag. Ja, dann möchte ich euch die zweite Sorte vorstellen, die Sorte Christian. Christian hat ein ähnliches Schicksal gehabt wie die Ancagua. Wir haben die letzten Jahr immer ein bisschen wegen Socko gehabt. Die Nachfrage war riesig aus dem Angrund, weil die eine super Trockenstresstoleranz hat. Die Sorte Christian ist fast unbegrenzt wachsend. Das heißt, sie wächst irrsinnig. Also wir sage jetzt mal, erstaunen ist das. Ja. Das ist wie ein Unkraut. Es verzweigt irrsinnig stark. Wird sehr lang und wenn man so 70 cm Reinabstand oder 75 Grad, ja, ist das die Sorte, die was ich am ersten empfehlen darf, weil die am schnellsten zumacht und am ersten auch zumacht. Und das hat den Vorteil, vor allem die Gebieten zum Beispiel, wo es eh schon mit der Bodenkapazität knapp ist mit Wasser, dass einfach, wenn der Boden bedeckt ist und die Sojabohne zum Beispiel eine hundertprozentige Bodenbedeckung zusammenbringt und das schafft, wenn der Bestand, sag jetzt mal, in Ordnung ist, dann hat man einen Mikrokreislauf im Blätterdach unter der Sojabohne. Und da zirkuliert die Feuchtigkeit immer und da kann die Hitze, das heißt jetzt, wenn es jetzt einmal ein paar Tage 35, 40 Grad hat, gar nicht mehr recht was an, weil die Sonne nicht mehr unter sie reinkommt. Und da hat die Christian wirklich irrsinnig viele Vorteile, nur dazu mit einer super Sklerotinresistenz, das ist ja eine Krankheit, wenn es da recht feucht ist, sag ich jetzt mal, innerhalb vom Blätterbestand, dann kann es natürlich sehr leicht vorkommen, dass Sklerotinia sich ausbreitet, aber die Sorte Christian ist da sehr gut eingestuft, hat da wirklich super Resistenzeinstufungen und das zeigt sich dann in der Gesundheit wieder und ihr werdet es sehen, also ein paar Versuchsergebnisse, wo es wirklich letztes Jahr, wo man sagt, letztes Jahr war gar nicht so einfach, wie die Sojabohnen Spitzenerträge gebracht hat. Die Sorte Christian, wo sind die trockensten Standorte in Österreich? Das ist natürlich das Hornerbecken, das östliche und nordöstliche Weinviertel und rund um den Neusiedlersee, Brandorfer Platte. Dort passt die Christian perfekt hin. Also dort ist die Hauptempfehlung von dieser Sorte. Dort würde ich die Sorte empfehlen. Wir haben es natürlich in die Streifenversuche und die Kammerversuche auch drinnen gehabt. Es war beeindruckend, wie die Sorte letztes Jahr abgeschnitten hat. Wir haben sehr viele Versuche gehabt, angefangen von der Steiermark, Burgenland, S-Bahn-Gebiet, wo die Sorte den ersten Platz erzielt hat. Ihr seht so das mit dem Pokal, das sind über die Standorte, wo es an erster Stelle gelegen ist. Ein paar Einzelergebnisse. Vom Stefan Meisser aus Weinsteiger, Niederösterreicher, der hat mit der Sorte Christian 3800 Kilo erzielt. War wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Ja, dann komme ich schon zur nächsten Sorte. Die Sorte Alvesta ist eigentlich hauptsächlich im Biobereich unsere Empfehlung, weil sie dort wirklich perfekt hinpasst unter Biobedingungen. Also sie ist von der Reife mit 6 relativ verbeutet, Dobinuller-Sorte. Das heißt, der späte Anbau, der im Biobereich, sage ich jetzt mal, üblich ist, ist trotzdem noch ein Reifebereich, wo man sagt, der passt optimal für den Biolandbau, vor allem im Osten von Österreich. Und der zweite Vorteil ist bei der Alvesta, durch das, dass da eine Mentorkreuzung drinnen ist, sie bringt sehr hohe Eiweißgehälte mit sich. Das heißt, da hat man relativ sicher dann auch Proteinwerte über den Durchschnitt. Ja, sie hat eine super Jugendentwicklung, ist sehr lang und macht genauso wie die Mentor am Schluss das Hülsenkränzchen. Am Schluss schaut optisch wirklich beeindruckend aus. Wo man aufpassen muss, wenn man es konventionell anbaut, ist natürlich die Metribuzin-Sensitivität. Das heißt, dass Artis da bei der Sorte nicht möglich ist, so wie wir es bei der Mentor oder bei der Abiola auch schon kennen. Ja, dann darf ich euch nur eine Sorte vorstellen, weil es relativ neu ist, die Sorte Ancagua, das haben wir jetzt schon im Dreifach-Null-Bereich. Die ist so auf der Grenze zwischen Dreifach-Null und Dobinull. Zählt auch zu den klimafitten Sorten, zu den Sorten, die eigentlich Trockenstress sehr gut
aushalten. Ist auch lange Sorten, ähnlich wie Christian, aber nicht ganz so lang, aber auch so fast unbegrenzt wachsend vom Wuchstyp her. Super Standfestigkeit, und wenn man sich den Kornertrag mit dem Proteingehalt anschaut, ist die Sorte im Dreifachnudelbereich mit dem höchsten Proteinertrag am Hektar. Also irrsinnig, sage ich jetzt mal, interessante Sorte, wenn man Proteingehalt natürlich auch bezahlt bekommt. Ein Vergleich zur Livius, die kennt natürlich fast jeder in Österreich. Die Ancargo hat im Schnitt für die ganzen Versuche ungefähr zwischen 8% und 10% mehr Erträge zur Livius erzielt. Wenn sie bei der AG schaut, so seht ihr, dass die auch da ziemlich weit vorn steht bei den Kornern vom Kornertrag. Nicht nur bei uns in Österreich, sondern genauso in Frankreich, in Kanada, funktioniert die Sorte Ancargo sehr, sehr gut, weil sie einfach sehr umweltstabil ist. Also sie kommt in sehr unterschiedlichen Umweltbedingungen sehr gut zurecht. Ein Versuch, dass man ungefähr sieht, das Ertragspotenzial dieser Sorte, möchte ich sagen, aus Ebauer, das ist südliches Burgenland, die Altona 4.500 Kilo geerntet hat und die Ancargo auch 4.500 Kilo geerntet hat. Das heißt aber, da reden wir schon fast so, sagen wir mal, 5-6 Erntetage, was die Ancargo früher ist, was das Potenzial, die Sorte das Potenzial zeigt hat, dass damit die besten Sorten im Dominola-Bereich auch mithalten kann. Ja, und zum Abschluss die größte Sorte von Österreich, die Sorte Adelphia. Die Sorte Adelphia ist im Dreifach-Nuller-Bereich extrem ertragstark. Also sie hat ein Potenzial wie eine Double-Nuller-Sorten. Wenn man sich jetzt mehrjährig anschaut, hat es schon sehr viele Siege erzielen können bei den Kammerversuche, bei den Sapperlenzversuchen. Die Adelphia ist eher eine kurze Sorte, verzweigt aber irrsinnig gut. Hat eine gute Standfestigkeit, super Krankheitsresistenz und hält der Artist sehr gut aus. Also mit Ribozin verträglich ist eine sehr runde Sorte, wo man sagt, passt in sehr viele Anbaugebiete wirklich perfekt hin. Ist auch hellnabelig, so wie die ganzen Sorten, die ich euch jetzt bis jetzt vorgestellt habe, die haben alle einen hellen Nabel. Da muss man auch immer aufpassen, weil die meisten in Österreich, die Verträge anbieten, die wollen natürlich Speisesoja verkaufen, und bei der Speisesoja ist es fast notwendig, dass man hellnabelige Sorten verwendet. Ja, eine Folie habe ich zum Thema Zeitfruchtsoja nach Wintergerste. Es ist, man merkt die letzten Jahre, dass da ein bisschen ein Drive dahinter ist. Jedes Jahr bekommen wir mehr Anfragen, jedes Jahr mehr Landwirte, die das probieren und sage jetzt mal mittlerweile 7-8 Jahre schon machen. Was ist wichtig? Ich möchte euch nicht die Eckpunkte von dieser, vom Zeitfruchtanbau wiedergeben. Der Anbau sollte spätestens in den ersten Juliwochen erfolgen. Das heißt, wenn man späte Wintergerstenernte hat oder wenn man die Stroh noch bergen muss bei der Wintergerste, ist eher nicht empfehlenswert, dass man sowas macht. Die Zeitfruchtsoja sollte wirklich bis spätestens 7., 8. Juli im Boden drinnen sein. Dann ist Voraussetzung natürlich, dass man ein bisschen eine Bodenkapazität drinnen hat, ein Wasser drinnen im Boden, oder dass den nächsten Tag drauf regnet. Das haben wir nämlich auch schon mal gehabt, da haben wir das Soja angebaut, ins Trockene rein, und dann hat es 3-4 Wochen nicht geregnet und ist erst einen Monat später aufgegangen. Das bringt dann auch nichts natürlich. Da verzögert sich die Reife, der Trock wird schlecht, und das bringt dann auch nichts. Vom Sortenspektrum, sage ich jetzt einmal, werden die frühen Sorten bevorzugt. In die Randgebiete Adessa, in die Gunstlagen Abelina, sage ich jetzt einmal. Es gibt Landwirte, die probieren Aurelina, Adelphia genauso, hat auch schon funktioniert. Aus dem einen Grund, wenn man es im Sommer anbaut, die Sojabohne, schiebt sie die Reife zusammen. Das heißt, es gibt einen Unterschied von den Vegetationstagen zwischen Frühjahrsanbau und Sommeranbau. Das hängt praktisch mit der Jugendentwicklung zusammen, wo sie das alles in die Länge zieht. Also wie gesagt, es haben in Österreich schon einige Adelphia in Zeitfrucht angebaut und auch geerntet mit Erfolg. Die Sautstärke sollte man 20% erhöhen. Das hat den Hintergrund, wenn man einmal so spät im Jahr drinnen ist mit einem Anbau, wird die Pflanzenlänge kürzer. Und die Ertragsanlagen sind auch weniger. Das heißt, es bleibt mehr Platz pro Quadratmeter über für das Licht, Nährstoffe und Wasser, um Ertrag zu bilden. Und darum muss man dann auch schauen, dass man die Sortstärken erhöht, um Ertrag auszugleichen.
Beim Pflanzenschutz, es ist nicht so, dass man sagt, man baut die Sojabohne an und die Zeit früher, die wird schon wachsen und man braucht es nicht dann am Ernten, so ist es nicht. Man muss wirklich schauen, dass die Zeitfruchtsäure auch sauber bleibt bis zum Ernten, weil wir, wenn wir im Oktober oder November dann dran, ganz am Entwischen und es ist schon der Nöbe da oder es ist schon feucht, kann es sein, wenn ein Unkraut drinnen steht, muss jetzt nicht einmal schwarzer Nachtschatten sein, dann lasse ich das nicht mehr ernten oder geht das nicht mehr durch den Drescher durch. Und darum ist wichtig, ein sauberer Bestand bis zur Ernte zu erzielen. Man soll da keine Ausfallgerste dulden. Das heißt, man soll wirklich schauen, dass man das normale Pflanzenschutzprogramm, wie man es im Frühjahr macht, auch einsetzt. Aufpassen müsst ihr da. Im Sommer ist ja die UV-Strahlung ein bisschen höher. Das heißt, die Bestände sind durch das, dass also schnell wachsen in der Zeit, relativ empfindlich auf Pflanzenschutzmaßnahmen. Das heißt, ich würde empfehlen, wenn es unter Tag fährt, vielleicht die Aufwandmenge ein bisschen reduzieren oder wenn es in der Nacht fährt, sag jetzt mal, da ist natürlich am allerbesten, weil da muss die Soja die Blau hängen nach unten, man kommt besser runter zum Boden und man erwischt da mehr Unkräuter als wie untertags. Ja, zur Vegetation, zu dem Punkt, was ist wichtig? Der Erfolgsfaktor Nummer eins, dass der Zweitfruchtsäureanbau funktioniert, ist natürlich das Wasser. Wenn es im ganzen Juni, Juli nicht regnet und der Boden austrocknet ist, wird es nicht funktionieren. Also wenn man im Trockengebiet daheim ist, entweder geht man für den Kirchen und hofft, dass es regnet oder man hat eine Beregnungsanlage, wo man dann ein Wasser drüber lang kann, über zwei Bohne. Und das, sage ich jetzt mal, ist wirklich wichtig, weil wenn es da gar nicht mehr regnet, ein bisschen Wasser braucht die Sojabohne trotzdem. Wenn man die Vegetation anschaut, dann muss man rechnen, 120 Vegetationstage circa. Ja, optisch sind die Pflanzen 25% kürzer aus und die Erträge sind auch um die 25% geringer als wie im Frühjahrsanbau. Das heißt, im Schnitt hat man bei der Zweitfrucht so irgendwo zwischen 3 Tonnen Ertrag zu rechnen. Optimal sind Fleckschneidwerke, weil die Bestände natürlich ein bisschen kürzer sind und die Hülsen ein wenig niedriger angesetzt sind. Die Fleckschneidwerke arbeiten natürlich optimal. Und man kann sagen, Sojabohne kann man ab 30 Grad Feuchtigkeit ernten. Da gibt es schon einen Drescher durch. Also unter 30% Wasser im Korn ist es möglich, Sojabohne zu ernten. Man muss nichts überhasten. Das heißt, wenn grüne Pflanzen drinnen sind, braucht man noch nicht reinfahren. Ich würde wirklich warten, eine Sojabohne reift im November auch noch genauso schön an, verliert die Blauen, auch wenn es kalt ist, auch wenn es nicht ein paar Grad hat oder wenn ein Nöbel nicht voll ist, wird es reif. Ja. Und im Schnitt der Jahre, was dran sind, die letzten Jahre gewesen sind, ist die Soja Zeitfrucht zu irgendwann Ende Oktober, Anfang November zum Ernten. Ja, das war zu der Zeitfrucht zu ja. Dann noch abschließend ein paar Folien. Allgemein, wenn ihr mich fragt, was ist die Klima, die umweltstabilste Sorten oder welche Sorten sind am Trockenstressresistenten, dann würde ich diese drei Sorten empfehlen. Im dreifachen Nullerbereich die Sorte Ankagua und im Tobinullerbereich die Sorte Altona. Und wenn es wirklich in ganz extreme Gebiete ansetzt, dann würde ich es wirklich mit der Christian probieren, die was auch sehr früher Einfachnuller ist. Ja, ein Hinweis zum Abschluss, der Sojanachbau ist in Österreich nicht erlaubt. Ihr dürft euch da nicht erwischen lassen. Im EU-Sortenschutzrecht ist festgelegt, welche Arten nachgebaut werden dürfen. Die Sojabohne ist in der Liste nicht angeführt und damit vom Landwirteprivileg ausgenommen. Also wenn es da erwischt wird, das kann richtig teuer werden, sage ich jetzt einmal, und das steht nicht dafür. Solange es, sage ich jetzt mal, genug Originalsorten gibt. Ja, wir sind jetzt bei der Fragerunde. Im Vorfeld ist, glaube ich, eine Frage gekommen, oder? Also eine Frage ist bei der Sojabohne, Soja nach Soja, welche Erfahrungen gibt es? Fruchtfolgen mit Soja und Raps, optimale Anbaufolgen. Ein Landwirt aus Lackirchen war das. Ich sage einmal so, man muss aufpassen mit Fruchtfolgekrankheiten, vor allem für Sklerotinia. Sklerotinia tritt auf, wenn es in der Blüte regnet.
wenn es nicht regnet in der Blüte, ist Kreatin natürlich eher marginal vorhanden. Es gibt da Sortenunterschiede, Sorten mit super Sklerotin-Resistenzen, genauso bei den Raps als auch bei der Sojabohne. Wenn man Problem hat mit Sklerotin, das sieht man ja relativ also spät erst bei der Ernte, dann muss man halt schauen, dass man wirklich mit den Anbaufruchtfolgen, also mit den Anbaufasen auseinandergeht, dass man sagt, okay, mindestens 2-3 Jahre Pause, bevor man die nächste Kultur anbaut, wo Sklerotin ein Thema ist. Ansonsten, sage ich jetzt mal, wenn es kein Problem ist, kommt man theoretisch auch jetzt zweite Jahr Sojabohne anbauen. Dann ist eine Frage gekommen, welche Sorte wäre im Bezirk Amstetten zu empfehlen? Im Idealfall eine Sorte, die eine rasche Jugendentwicklung, hat und gut beschattet. Ja, Bezirk Amstetten, da bin ich im typischen Westbankgebiet. Da gibt es zwei Sorten. Die Hauptsorte, was ich empfehle, ist natürlich die Sorte Adelphia. Die zweite, was man sich sicher anschauen kann in dem Bereich, ist die Sorte Ancagua. Ancagua hat die schnellste Jugendentwicklung unter die F3-Fruchtfolgesorten, wenn man sich das anschaut. Ist eher lang vom Wuchs her, macht einen super Proteingehalt. Also wenn ich am Stehen daheim bin und ich sage, Livius hat die letzten Jahre gut funktioniert, dann traue ich mir, die Ancagua anzubauen, sage ich jetzt einmal, weil die ist einfach momentan eine sehr neue Sorte ist, die was da wirklich Verbesserung bringt. Dann ist eine dritte Frage gekommen, Soja gegen Ackerbohnen, Vorteile. Ja, der Riesenvorteil ist, sage ich jetzt mal bei den Sojabohnen, dass es eine Marktfrucht ist. Sojabohne kann man überall und immer verkaufen. Bei den Ackerbohnen gibt es de facto keinen Markt. Da gibt es ja nur von Landwirt zu Landwirt einen Handel, sage ich jetzt einmal. Ackerbohnen wird meistens in die Gebiete angebaut, wo Rinderhaltung da ist oder bei den Fädeln angebaut, wo sie es selber nutzen können. Die Ackerbohnen muss man theoretisch auch nicht thermobehandeln, was man bei der Soja muss, wenn man es selber einsetzt. Haben da einen gewissen Vorteil. Vor allem in die Randlagen vom Ackerbau, in kühleren, feuchten Lagen, da machen Ackerbohnen schon mehr Sinn, aber rein als Marktfruchtbetrieb würde ich Ackerbohnen jetzt nicht empfehlen. Also da würde ich auf jeden Fall bei der Sojabohne bleiben, weil es einfach die bessere Marktfrucht ist. So, und jetzt gibt es keine weiteren Fragen mehr zur Sojabohne. Dann gehen wir weiter von den Kulturen her. Ich darf euch die nächste Kultur vorstellen, den Ölkürbis. Ölkürbis, ich darf euch beruhigen, war ein sehr großes Aufregerthema im Jahre 2023. Wir haben ja das kühle Frühjahr gehabt in April, wo dann praktisch die Saaten sehr viel der Feuer sind im Boden. Die Beizung war natürlich ein Thema. Es gibt gute Nachrichten. Es hat eine Notfallzulassung gegeben, und zwar das Redigo M ist letzte Woche in Österreich zugelassen worden als Notfallzulassung für Kürbis. Wir werden das ganze Kürbissortiment im konventionellen Bereich mit den Redigo M plus den Merban Weizen um einen optimalen fungiziden Schutz gewährleisten. Ja. Also jetzt so gut wird mit diesen beiden Wirkstoffen behandelt werden. Für den biologischen Landbau wird es nach wie vor das Flubrix geben. Das ist eine Kupferbeizung. Sind wir froh, dass wir das haben im Biobereich. Das zur Beizung zum Kürbis. Viele wissen es nicht, aber die SAPO Linz beschäftigt sich seit einigen Jahren mit der Kürbiszüchtung. Und wir sind da am besten Weg jetzt mittlerweile, dass wir unsere Sojazüchtung, sage ich jetzt einmal, nacheifern. Das ist, sage ich jetzt mal, unser jüngstes Kind in der Aktivität, was Züchtung anbelangt. Und wir haben auch schon die ersten Erfolge erzielen können. Es gibt schon zwei Neuregistrierungen. Die eine ist der Enzo und die ganz die neueste ist die Sorte Pablo, der was im Dezember 2023 registriert worden ist. Ein paar Details zu den Sorten. Der Enzo ist von der Reife her einzustufen, so wie die Sorte Inka, also im mittelfrühen Reifebereich. Der große Vorteil gegenüber der Mitbewerbersorte ist beim Enzo, dass er bei der Fruchtfäuleanfälligkeit besser eingestuft ist. Also jeder, der was an Inka angebaut hat, weiß, den darf es lang liegen lassen. Das geht beim Enzo ein bisschen leichter, weil der Enzo ein bisschen kleinere Kürbisse produziert.
Dafür macht aber sehr viele pro Quadratmeter gesehen. Also, und die Schale ist ein bisschen dicker auch bei dieser Sorte, bei Enz. Und dann hat er eine sehr gute Fruchtfäule-Resistenz. Also, da kann man wirklich sagen, das ist wieder eine Verbesserung, was Kornertrag anbelangt dann. Oder Kernertrag. Ist genauso wie die Sorte Beppo rankend. Also ist ein reiner Rankentyp, so wie alle Sorten, was mittlerweile sag ich, bei uns im Haus sind. Ja, das neueste Kind ist die Sorte Beppo, Pablo. Pablo ist so wie der Beppo das frühreifste Sortiment, was es gibt in Österreich. Ja. Wenn Sie es vergleicht an Pablo und Beppo, das ist da reden wir vom selben Tag von der Erntereife. Und das ist eine Sorte, wo man sagt, ja, da haben wir jetzt Sorten, die extrem bald ist von der Reife her und auch das Fruchtfäule anbelangt, auch einiges besser ist als wieder Beppo oder Inka, wie es halt alle hassen. Und der Pablo ist schon in einigen Versuchen drin gestanden, wo wir wirklich bis zu 1500 Kilo Kernertrag erzielen konnten mit dieser Sorte. Und ja, immer mehr extrem bald vor der Abreife, erweitert das Erntefenster natürlich für die Lohnunternehmer. Und der Landwirt ist bald fertig, kann in Ruhe Gersten oder irgendwas Frühes im Herbst anbauen. Muss nicht warten, bis die Erntemaschine irgendwann einmal im November, wenn Schnee oder wenn Regen dann daherkommt. Ja, ist wirklich eine Verbesserung und es hat für beide Sorten schon so gut gegeben. Die Nachfrage war sehr hoch. Seit ein paar Tagen sind wir mittlerweile ausverkauft für die zwei Sorten. Aber wie gesagt, also die nächsten Jahre werden das tragende Sorten werden und wird auch mehr so gut verfügbar sein. Für heuer sind wir schon mittlerweile durch. Ja, Fragerunde zum Kürbis. Gibt es Fragen? Kollege sagt, es sind keine Fragen eingelangt bis dato. Dann möchte ich zu der letzten Kultur kommen und das werden wir relativ schnell durchgehen. Und zwar ist die Sonnenblume. Sonnenblumen ist momentan ein bisschen unter Druck, der ganze Markt. Es sind sehr viele Hektar die letzten Jahre angebaut worden, nicht nur in Österreich oder in Zentraleuropa, sondern auch im Osten von Europa. Es druckt da sehr stark dann natürlich von der Ukraine der Markt ist ein bisschen unter Druck. Ja. Es gibt drei verschiedene Vermarktungsschienen. Das ist der LO-Bereich, der HO-Bereich oder die gestreiften Sonnenblumen. Und ich möchte euch da unsere Sorten schnell präsentieren. Im LO-Bereich, das heißt den typischen Öl-Sonnenblumen-Bereich, können wir euch die ertragsstärkste Sorte von der AGES anbieten. Und das ist die Sorte Summern seit Jahren, ist mit der ertragsstärkste in der Reife 7-Gruppe, also im mittelspäten Bereich. Und einzigartig ist bei dieser Sorte auch, sie hat neben den hohen Ölgehalt oder Ölertrag auch ein sehr großes Korn. Das heißt, wenn man eine Sonnenblume braucht zum Schälen, würde ich das Summern empfehlen, weil sie am besten schälbar ist für die ganzen Sorten, was wir haben. Ja, und ein Zusatznutzen ist natürlich auch die Express-Toleranz. Wenn wir Probleme mit Wurzeln und Kräuter haben zu Hause, dann lasse ich das natürlich mit Express herrlich heraus operieren. Ertragsvergleich von der AGS zu einer Bacardi sind wir mit der Summe ungefähr 10% ertraglich vorne. Ja. Also das sind schon kleine Welten, so geht's mal, was Züchtung anbelangt. Wir beschäftigen Sie uns in der SOPA Linz auch mit Sonnenblumenzüchtung. Wir haben in Rumänien eine eigene Sonnenblumenzüchtungsfirma. Kommen die ersten Kinder heraus davon. Das erste Kind, was wir in Österreich vermarkten, ist jetzt die Starfire. Starfire ist extrem bald von der Reife. Nehmen wir von Reife 4. Das ist wirklich das früheste, was es gibt momentan in Österreich. Super Erträge, super Krankheitsresistenzen und hat auch die Express-Toleranz. Das heißt, heutzutage, sage ich jetzt mal, ist das fast der Standardausstattung, so eine Herbizidresistenz, was eine Sonnenblume mit sich führen muss. Und da können wir das Starfire, sage ich jetzt mal, das auch anbieten. Starfire passt auch perfekt in die Randlage natürlich vom Sonnenblumenanbau. Wenn man jetzt irgendwo im Randgebiet zu Hause ist, wird das Starfire auch ohne Probleme noch reif.
Dann wechsle ich zum HO-Bereich. Der HO-Bereich war der interessanteste Sonnenblumenmarkt, sage ich jetzt mal, die letzten Jahre. Wurde am besten bezahlt. Wir haben die Sorte IS Aromatik im Programm. Hat in der Versuchung super abgeschnitten, super Erträge, ist nicht ganz so spät, ist mit 3-6 im Mittel- bis mittelspäten Bereich angesiedelt. Besitzt da genauso die Express-Toleranz. Also ist eine wunderbare Sorte. Was auffällt am Feld, ist auch natürlich die Krankheit. Resistenz, vor allem die Korbsklerotine, da ist super eingestuft, die Sorten. Leider haben wir die Sorten nicht angeweizt bekommen. Für Biobetriebe, sage ich jetzt mal, haben wir im HO-Bereich die neue DSY Verdu im Programm. Ist ein bisschen früher vor der Abreife, aber auch eine sehr wunderbare Sorte mit einer extrem schnellen Jugendentwicklung. Die ist Reife 5 eingestuft, super standfest, super Stresstoleranz. Sieht keine Herbizidtoleranzen, aber das ist im Biobereich natürlich eh kein Thema. Wie gesagt, wenn ich Biolandwirt bin und mich halt Hausanblumen anbauen, ich würde zur SY Verdu greifen. Und zum Abschluss, die letzte Sorte ist die Birdie CL601. Birdie ist, sage ich jetzt mal, läutet ein neues Zeitalter an gestreiften Sonnenblumen ein. Ist jetzt eine neue Sorte, die im gestreiften Kummer ist, mit einer Clearfield-Toleranz. Das ist die IMI-Toleranz. IMI wirkt ein bisschen besser, wenn man sagt, man hat ein Problem mit der Ambrosia. Da wirken ja die Express-Toleranten oder das Express eher nicht so gut, oder wenn man da dran ist, sage ich jetzt mal, da ist man meistens am Export da, da ist das Clearfield-System fast ein bisschen gescheiter und hat auch natürlich eine super Wirkung gegen Disteln. Ja, die Sorte Birdie hat letztes Jahr haben wir in die Versuche schon steckt gehabt, der super Ertragspotenzial zeigt, gute Jugendentwicklung, super standfest. Wenn einer da was braucht, haben wir da auch Saatgut im Angebot. Gibt es zu den Sonnenblumen noch Fragen? Kollege sagt, es sind keine Fragen bis dato eingelangt. Bitte? Ja. Ich habe da zum Abschluss noch eine Folie zu Sesam 24. Sesam 24 ist unser neues Online-Bestellportal, so ähnlich wie Amazon. 24/7 kann man da einsteigen, sei es jetzt als Händler oder als Landwirt. Hat den Vorteil einfach, dass man, wenn man irgendeinen Sortenwunsch hat, dass man das rechtzeitig deponieren kann. Man bekommt seine Lieferungen, man sieht Verfügbarkeiten, man sieht, wenn man drinnen sind, Preise. Und wenn ich gerade Lust habe, kann ich es bestellen und es wird direkt zu Hause vor die Tür geliefert. Das Butler-Service zum Beispiel bieten wir in jedem Landwirt an, der über 20 Packungen Mais bestellt, der über 2 Paletten Sojabohne bestellt, dass einem die Ware gratis vor die Türe gestellt wird. Ja, soweit so gut. Das Thema ist die letzten Jahre sehr gut angenommen worden und es wird Zukunft werden, sage ich jetzt mal heutzutage, muss man einfach im Ball der Zeit bleiben und auch sein Online-System anbieten. Ja, ich bin am Ende meiner Ausführung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ein bisschen was Neues war dabei. Ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch ein super Jahr 2024. Ich hoffe für euch, dass die Preise sich ein bisschen wieder stabilisieren und dass wieder in die andere Richtung gehen. Das Wichtigste oder was der Landwirt halt machen kann, ist natürlich das Agronomische. Das heißt, die richtigen Sorten einsetzen auf dem richtigen Feld, die richtige Kulturführung. Da, das sind die Schrauben, wo der Landwirt dran kann und fürs Wetter leider, da kann keiner was dafür. Und wie die Preise dann weiter sich entwickeln, sage ich jetzt mal, das steht auch noch in den Sternen, aber wir hoffen das Beste und wünsche euch fürs 24er Jahr eine erfolgreiche und unfallfreie Ernte. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank an die Saatbau Linz für diesen spannenden und informativen Abend und Ihnen, liebe Zuseher, vielen Dank fürs Dabeisein. Sie haben nach wie vor die Möglichkeit, dieses Live-Event auf landwirt.com nachzuschauen und sollten dann hier noch Fragen auftauchen, so können Sie gerne ein E-Mail an landwirt.com schicken. Wir leiten das dann an die Saatbau Linz weiter. Damit bleibt mir nur noch, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal.